Du weißt, dass ich das Elysion verlassen will. Wenn du mir hilfst zu entkommen, verspreche ich, dass du mich nie wieder siehst. So glücklich mich das auch machen würde, Persephone will, dass du bleibst. Wann begreifst du endlich, dass du nur eins ihrer Haustiere bist? Pass auf, Sterblicher! Pass du auf, sonst lässt dich Persephone kastrieren. Oh, ich vergaß, das hat sie ja längst. Dachte nicht, dass Tote Schmerz spüren. Ich gehöre zu den paar leidigen Seelen hier, die eigentlich noch am Leben sind. Wie hältst du das aus? Die Toten wollen uns hier nicht. Ich halte es nicht aus. Ich tue alles, um aus dem Elysion zu entkommen. Aber Persephones Spione sind überall. Hades war ja ein guter Lehrmeister. Du bist also der Unruhestifter, von dem ich so viel gehört habe. Adonis, zu deinen Diensten. In Anbetracht des Heeres, das Persephone untersteht und ihrer Macht über das Elysion, neigen sich meine Unruhestiftertage allerdings dem Ende zu. Und wenn ich dir helfe? Und warum sollte jemand, der sein ganzes Leben noch vor sich hat, mir helfen wollen? Ich muss Hades Reich finden. Wenn ich durch Persephones Sturz aus dem Elysion entkomme, bin ich dabei. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Hast du das gehört, Gilly? Mit deiner Hilfe oder ohne dich heraus. Lass uns zusammenarbeiten. Gut, dann hör zu. Südwestlich von hier befindet sich eine der Festungen von Persephone. Die der drei Schwestern. Wenn es dir gelingt, die Aufseherinnen zu töten, die Fackeln des Hypnos zu zerstören und Persephones Vorräte zu stehlen, ohne von ihren Kolossen entdeckt zu werden, vertraue ich dir vielleicht. Erzähl mir von den Aufseherinnen. Sie sind Persephones vertraute und todbringende Dienerinnen. Sie sind Augen und Ohren des Elysions. Ihr Tod würde die Königin blind und taub machen. Fackeln des Hypnos? Diese Schöpfung vom Gott des Schlafes hilft dabei, die sterblichen Wesen unter Persephones Kontrolle zu halten. Du musst ihre Mitte zerstören, um ihre Flammen zu löschen. Kolosse? Das klingt nicht gut. Die Kolosse sollten besser nicht geweckt werden. Sie beschützen die Aufseherinnen. Vergossenes Blut weckt sie, und das wäre nicht gut. Wenn du der Unruhestifter bist, warum scheint es mir, dass ich all die Unruhe stifte? Was soll ich sagen? Ich bin ein Liebhaber, kein Kämpfer. Du hast Glück, ich bin beides.